zwitschtisch so Stampfnudeln und der Grau. Stampfnudeln, ja, wer die nicht mag, leid der Kirkhaut. Grüß euch und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kochen mit Traudl. Neulich habe ich für den Flohmarkt ein bisschen ausgemisst. Unter anderem auch bei meinen Kochbirnen. Da waren viele Heftel und Sachen dabei, da wo ich nichts mehr ausgekocht habe. Und da ist mir ein altes Kochbuch in die Hand gefallen, von meiner Mama auch noch. Ich weiß gar nicht aus welchem Jahr das ist. Schmankerl aus dem Bauernjahr. Da haben ganz viele niederbayerische Gerichte drinnen. Unter anderem die bayerischen Dampfnudeln. Die sind jetzt nicht bloß niederbayerisch. Oder auch Traudi-Wix-Pfeiferl mit Kraut. Naja, weiß ich jetzt auch nicht, ob wir das wollen. Aber vielleicht mache ich es einmal. Aber heute mache ich Dampfnudeln. Aber da steht jetzt gar nicht viel drin, außer die Zutaten. Und nur ganz kurz beschrieben, wie man Dampfnudeln macht. Und dazu habe ich dann nur mal mein altes Kochbuch rausgesucht. Und zwar die gute Kost in magerer Zeit. Denn Dampfnudel selber ist ja eigentlich ein ganz billiges Essen. Da kommt ja auch nicht viel rein. Und da steht der gekochte Hefeteig. Lese euch schnell mal vor. Während die gebackenen Hefeteige allgemein sehr bekannt sind, wagen sich die Hausfrauen an die gekochten Hefeteige nicht so recht heran. Und das ist schade, weil es verschiedene ganz ausgezeichnete Gerichte dieser Art gibt, die sich durch einen besonderen Sättigungswert auszeichnen. Also wirklich, das sind jetzt für 4 Leute, werden das Dampfnudeln, die kosten so um die 3 Euro, 3,50 Euro vielleicht, ob man Sahne nimmt oder eine Mille. Und das ist jetzt nicht teuer. Natürlich Apfelmus braucht man schon auch dazu. Bei uns hat es zum Beispiel entweder die Dampfnudeln mit einem Gurkensalat gegeben oder mit so einem dünnsten Kraut oder süß mit Apfelmus oder irgendein Kompott. Weniger haben wir eine Vanillesauce dazu gegessen, aber heutzutage ist sie das auch. So schlimm ist das nicht, das ist nämlich ganz lecker. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Also los geht's. Für die Dampfnudel brauche ich folgende Zutaten. 500 Gramm Mehl, ein Würfel frische Hefe, 2 bis 3 Esslöffel Zucker, ein Ei, 40 Gramm zerlassene Butter, eingestrichen Teelöffel Salz, 250 Milliliter lauwarme Milch und dann am Schluss, wenn wir die sozusagen kochen, dann brauchen wir nur ein Achtel Liter Milch oder Sahne und 30 Gramm Butter und eventuell nur Zucker rein. Jetzt zerlasse ich einmal meine Butter in so einem kleinen Töpfchen drin, dabei die Butter nicht zu heiß machen, denn wenn heiße Zutaten reinkommen in den Teig, dann geht das nicht mehr. Also der Teig geht nicht mehr. Aber ansonsten sollten alle Zutaten so ungefähr Raumtemperatur haben oder lauwarm sein. Das Mehl gebe ich jetzt in meine Rührschüssel und darüber zerbröselt jetzt ich meine Hefe. Früher hat man so ein Vorteiglein gemacht. Ich habe da geschaut, bei Ich helfe dir kochen drin hat, die macht das also nicht mehr. Und das mische ich jetzt so ein bisschen drunter. Dann kommt da der Zucker drunter. Zucker ist immer wichtig, denn mit dem Zucker kann die Hefe erst gehen. Dann kommt das Salz drunter. Da nicht zu wenig nehmen, wo ich immer sage, weil es steht jetzt zwar eine Prise drin. Eine Prise wäre nur so viel. Das ist ein bisschen zu wenig. Also ich nehme so einen gestrichenen Teelöffel voll. Dann kommt die zerlaufene Butter rein. Ein Ei. Und die lauwarme Milch. Und das verknete ich jetzt. Und das dauert so ungefähr 5 Minuten, sollte man das kneten. Das sollte ein ganz guter, geschmeidiger Teig werden. 5 Minuten habe ich jetzt den Teig da geknetet. Der ist schön geschmeidig geworden. Nun könnten wir da ein bisschen Mehl drüber stäuben und dann mit einem Küchentuch zudecken und einem
an einem warmen Ort gehen lassen. Ich tue aber da so eine Frischhaltefolie drüber. Und nachdem wir ja nicht mehr so viel heizen sollen, ist in meiner Küche nicht so warm, dass der schon schön gehen könnte. Deswegen habe ich mein Rohr auf 40 Grad vorgeheizt und jetzt habe ich es ausgeschaltet und da ist immer noch ein bisschen warm drin und da gebe ich jetzt meinen Teig in mein Ofenrohr hinein. Und da bleibt er jetzt einmal eine halbe bis dreiviertel Stunde drin. Nur eine halbe Stunde war jetzt unser Teig im Rohr und schon ist er riesengroß geworden. Jetzt gebe ich die Folie runter und jetzt müssen wir so Nudeln ausstechen. Das heißt nicht eine richtige Nudel, weil die schaut ja anders aus, sondern so Teig, wie soll ich den sagen? Teigstücke, da haben wir es einmal nennen. Die Teigstücke stechen wir jetzt mit einem Löffel raus, so die Größe, wie es ihr eure Dampfnudeln haben wollt. Da haben wir ein bisschen im Mehl wuzeln. Und das sind jetzt 9 Stück geworden, also für jeden mindestens 2. Wenn man 4 Leute ist, die werden ja jetzt nur mal größer wieder. Die lassen wir jetzt nämlich nur mal gehen. Und dazu deckt man es aber zu, damit es nicht frieren da herin. Wir probieren es wieder mit einer halben Stunde, dann melden wir wieder. Und wieder ist eine halbe Stunde vergangen. Und schaut mal her. So groß haben sie jetzt geworden. Jetzt nimmt man einen großen Topf oder wie ich jetzt zum Beispiel eine Pfanne, eine tiefe Pfanne, nehme ich aber gern, weil die ist beschichtet. Wenn es nicht beschichtet ist, kann nämlich passieren, dass das Ganze ein bisschen anbrennt und dann hat man halt dann noch Schwierigkeiten, dass man den Topf wieder sauber kriegt. Das sollte jetzt so den Topfboden gut bedecken. Ich gebe jetzt da, das sind jetzt 150 Milliliter gewesen, ich gebe jetzt da sogar noch ein bisschen Milch dazu. Und das lassen wir jetzt da heiß werden. Das kocht jetzt da ein bisschen auf. Wer will, kann jetzt da auch ein, zwei Esslöffel Zucker dazugeben. Ich mag es einfach nicht so süß. Und dann tut man die Dampfnudeln noch einsetzen. Nach der Reihe. Kann sein, dass ich gar nicht alle einbringe, weil ich wirklich sehr viel habe. In meinem Buch, in dem alten Buch, steht sogar, ein bisschen auseinander sollte man setzen. Das kann ich jetzt da nicht mehr, weil ich bin ja froh, wenn ich es überhaupt hinkriege. Was jetzt dann wichtig ist, also ich bringe jetzt gerade 2, 4, 6, 7 rein. Also der Topf war gut größer, war nur besser. Jetzt sofort den Deckel schließen und nicht mehr aufmachen. Der sollte jetzt zubleiben. Wenn es jetzt da außerdampft, vielleicht noch sogar ein Tuch umlegen, damit das zubleibt. Denn wenn da wenn das aufgeht oder wenn ich aufmachen darf, zum Beispiel in der Haushaltungsschule, habe ich auch Dampfnudel machen dürfen, müssen. Und dann ist mir das überkocht. Und vor lauter Schreck reiße ich den Deckel runter, bumm, sind alle zusammengefallen. Das heißt bei uns dann, das sind Schneider. Die haben wir dann essen müssen. Das war ein richtiger Bart. Also, die sollen jetzt seit 20 Minuten, eine halbe Stunde leise vor sich hinköcheln. Also nicht zu stark aufschalten, vielleicht sogar auf 3 oder 4 Grad. Denn die lassen wir jetzt ein bisschen so köcheln. Und wichtig ist, dass sie die ganze Mille dann eingesogen hat. Und ich zeige euch dann, wenn es soweit ist, wie das klingt. Das muss, heißt das, das muss singen. Man hört das, dass keine Mille mehr drin ist, sondern dass das so vor sich hin brutzelt. Und dann werden das erst richtig gute Rahmen. Jetzt habe ich da noch 2. Einsame da hinten. Da findet ihr jetzt auch noch ein kleines Tipfel, wo ich es rein tun kann. Vielleicht seht ihr dann, wie es ein bisschen anbrennen. Schauen wir mal. Ein Viertelstündel kocht es jetzt da schon und man sieht, da drinnen pluppert es, aber es ist immer noch Milch drinnen oder Sahne, je nachdem. Aber es ist ein ganz schön aufgegangen, ich bin ja eigentlich zufrieden.
Da hinten in einem kleinen Töpfchen habe ich die zwei übrigen eine da. Und hört ein bisschen zu. Man hört da eigentlich ein bisschen was braten. Jetzt kann das schon sein, dass das schon ein bisschen anbrennt ist. Weil, man riecht jetzt zwar noch nichts. Ich schalte jetzt da mal aus. Und jetzt machen wir da mal auf, wie es da drin ausschaut. Oh, da sind sie drin, aber da war auch schon noch Soße drinnen gewesen. Jetzt lasse ich die aber offen, denn jetzt war es echt spät, wenn man jetzt da noch mal einen Deckel drauf tut, werden das ja, wie gesagt, schneiden. Meine Mutter hat jetzt da so einen Scherer gehabt, dass das ausscheren hat können. Den habe jetzt ich nicht. Und wie gesagt, das kann schon sein. Da, das ist nämlich da unten schon ein bisschen angebraten. Da haben die Rahmen am Topf drauf sozusagen. Die muss man nämlich ausscheren und dann drauf tun auf die Dampfnudeln. Und das ist jetzt eben das, was beim Topf so ist, dass da das da drinnen dicker bleibt. Die Kruste ist mehr im Topf drin, als wie auf dem Dampfnudel drauf. Deswegen, wie gesagt, nehme ich immer die beschichtete Pfanne. Und jetzt sind 20 Minuten vorbei und wir schauen einmal nach, wie es da ausschaut drin. Schauen doch ganz gut aus. Oh, jetzt stechen wir mal einen raus. Ja, gut, die dürfen ruhig noch ein bisschen mehr Rahmen haben. Aber da in der Mitte, da gehen sie schon ganz gut. Und so schauen sie aus, wenn sie fertig sind, meine Dampfnudeln. Vielleicht noch 3 Minuten länger war nicht schlecht gewesen, da waren die Rahmen nur ein bisschen dicker gewesen. Aber so schmecken sie auch gut. Ich habe schon ein bisschen probiert. Und jetzt, ich mag heute ein Apfelmus dazu. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachkochen. Pfiat euch!